Ja, also ich weiß ja nicht. So lang ist die letzte Aufnahme jetzt auch nicht her. Ein bisschen ist sie her, aber willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Muss erstmal wieder reinkommen. Tja. Hab mich hier hingelegt am Stein mit einem Lager. Aber ich habe nachgeguckt, in der letzten Folge waren wir ja fleißig. Hab's nochmal Revue passieren lassen. Wir haben Sean befreit. Wir haben Bill befreit. Wir haben Geld eingetrieben. Also wir waren fleißig unterwegs. So, und jetzt sehe ich gerade, ich habe hier noch einen Hirsch auf dem Pferd. Alles klar. So, Pferdanett. Das konnte ich mir merken. Dann wollen wir den mal abliefern gehen. Und dann wollen wir mal gucken, was wir heute so anstellen können. Erst einmal ein bisschen was fürs Lager tun hier. Können auch mal gucken, ob wir wieder Holz schlagen können. Das bringt ja auch immer noch gute Rufpunkte. Warum kann ich nicht spenden? Ist noch zu früh? Pearson, hallo. Wo bist du? Ich kann den nicht spenden. Biggie, ich habe einen Hirsch dabei. Den will ich hier jetzt nicht einfach hinwerfen. Der wird schlecht. Aber geniale Stimmung hier, oder? Ah, hey, Bill. Ich hoffe, du hast dich erholt. Ist das ein drei... Moment mal. Nee, ein zwei Sterne. Zwei Sterne Hirsch. Also, wirklich viel bringt er uns auch nichts. Dann packen wir den einmal wieder hinten drauf. Das ist jetzt blöd. Und dann gehen wir mal kurz gucken, ob wir Holz hacken können. Bisschen was für den Ruf tun. Und ja, da hinten steht Pearson und guckt noch ein bisschen aufs Wasser. Naja, alles klar. Let's see. Geht auch nicht. Warum nicht? Erweitert. Muss echt wieder ein bisschen reinkommen. Hoppla. Mach mal die normale Ansicht. Nee, Holzhacken ist auch nicht. Ja, na gut, okay. Alles klar. Dann gucken wir mal auf die Karte, was wir denn noch so alles zu tun haben. Wen haben wir hier? Was ist das? Da bin ich gerade ein bisschen raus. Ist das die Ranch, wo ich noch nicht hin will? Kann das sein? Aber ist so das Einzige, was man jetzt noch missionsmäßig machen kann, ne? Ich muss gleich mal mit Dutch reden. Vielleicht hat der auch noch was für mich. Da ist unser Hehler, da ist ein Fort, da ist Blackwater, da haben wir gespickt. Und in der Stadt gäbe es noch relativ viel für uns zu holen. In Rhodes waren wir auch noch nicht wirklich. Das kommt alles noch. Und hier haben wir noch einen ganzen Fleck auf der Karte. Aber dann komme ich da wohl nicht drum rum, dahin zu reiten, oder? Das ist natürlich, ist doof. Aber gut. Mal gucken, was sie uns hier alle zu sagen haben. Ich kann auch mit niemandem reden. Hä? Habe ich das HUD irgendwie falsch eingestellt? Kann das sein? Nochmal erweitert. Aber ich habe keine Interaktionsmöglichkeiten. Was ist das denn? Oder habe ich die... Ach, ich bin auch doof. Ja, okay, alles klar. Mein Fehler. Ich muss tatsächlich erstmal wieder reinkommen. Man muss ja die rechte Maustaste gedrückt halten. So, ich habe vergessen, was in die Kiste zu tun. Echt? Haben wir noch nicht abgeliefert? Das war doch hier, oder? So, zeig mal her, die Box. Ich möchte mit der Box, möchte ich interagieren. Ich kann Molly grüßen. Aber ich kann nicht mit der Box interagieren. Okay. Das ist jetzt irritierend. Mal kurz zu meinem Lager gehen und gucken. Könnte ich hier was machen? Ich kann grüßen. Da gibt's ja gar nicht. Das ist ja jetzt unangenehm. Kann doch nicht so raus sein hier. Moment. Ja, ich komme mir gerade ein bisschen doof vor, aber irgendwie
Warum auch immer, das mit dem Interagieren hier will alles nicht so. Dann werde ich wohl erst zu der Mission müssen und sie vervollständigen müssen. Die mir da angezeigt wird mit einem X. Komme ich nicht drum rum, dann machen wir die erstmal ready. Aufsteigen, wir nehmen den Hirsch mit. Dann häuten wir den gleich einfach, weil ich damit jetzt nichts machen kann. Dann wird es daran liegen, dass die Mission, als ich rausgegangen bin, nicht vollendet war. Würde ich behaupten. Kann man nichts machen. Alles klar. Dann reiten wir rüber und erledigen das. Einmal. Da wollen wir hin. Bitte sehr. Dann tun wir das so. Ah, tolles Pferd. Ja, mal loben. Wir loben nicht genug. Wir müssen schnell auf die höchste Stufe kommen hier bei der Zuneigung. Moin. Mal gucken, was wir da jetzt erledigen müssen. Aber eigentlich hätte ich auch drauf kommen können. Ist ein X auf der Karte. Sonst stehen da immer Buchstaben. Von daher... Mein Fehler. Mal ein bisschen Speed rausnehmen. Nicht, dass Pferd da nett uns hier gleich umfällt. Wobei, die ist robust. Wir haben auch gar keine Waffen gerade hier am Start. Das müssen wir mal ändern. Wir gehen auf... Ja, mit der Auswahl fahre ich eigentlich immer ganz gut. So. Ist das das, was ich denke, dass es das ist? Oh, das sieht aber ganz gefährlich danach aus. Ja, naja, gut, okay. Dann kann man nichts machen. Dann müssen wir da jetzt durch. Ach, ich mag den Dude nicht. Warum habe ich das gerade ausgerüstet? Bestimmt nicht zum Spaß. Wir nehmen die. So. Aber erschrecken wollen wir ja niemanden. Deswegen nehmen wir die zur Seite. Müssen mit ihm reden. Ja, okay. Kleiner Besuch. Sie klingen aber nicht ganz gesund, mein Freund. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir. I didn't want this either. Na komm. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. Mr. Downs, geben Sie uns einfach das Geld. Los! This is not forgiveness of my debt. This is just a stay. Aha, ein Aufschub. Ein weiterer Aufschub? Wir haben keine Zeit mehr für weiteren Aufschub. Please, please, show some compassion. Please. Pay the money. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Yeah. Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Mit dem Hirsch da hinten drauf.
Gut, haben wir den unangenehmen Part auch hinter uns. Naja, der arme Kerl, dem geht's schon nicht so gut und wir müssen noch draufhauen. Kann man nichts machen. Vielleicht können wir jetzt zumindest den Hirsch abgeben. Wollen wir mal gucken. Pferd anbinden. Let's see, und dann gucken wir mal, was Strauss sagt. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ob wir damit dann jetzt quasi durch sind. Und ob Pearson jetzt mal hier den Hirsch haben will. Ich würde den gern loswerden. Bill, moin. Ah, Mr. Pearson, hallo, hallo. Ich habe was mitgebracht. Das wäre jetzt fast nicht mehr gut. Was denn? Schon immer noch nicht. Kann ich den hier einfach fallen lassen? Ablegen. Dann häuten wir den hier. Wenn den keiner haben will. Gegenstände, die du im Lager ablegst, bleiben an einer einfach zu erreichenden Stelle liegen. Kadaver und Teile von Tieren kannst du an Pearsons Schlachtertisch abgeben. Hm. Kam mir jetzt nicht so vor. Oh, interessant. Der hat immer noch sein Pelz. Oh, gut. Okay. Ich glaube nicht, dass ich den da abgeben kann. Deswegen lassen wir den jetzt dort. Ja, da nett. Dann auf zu Mr. Strauss. Wo ist er? Strauss! Wo sind sie? Ist er das, der da sitzt? Nee, oder? Nee, das ist jemand anderes. Strauss ist nicht da. Hm. Karte. Doch. Nur ein Ticken weiter. Moin, moin, hallo. Zu wem soll ich jetzt? Nach rechts. Ach da. Da sitzt er auf dem Stein wieder. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Ja, super. Geldverleih und andere Sünden. Abgeschlossen, na endlich. Das wurde aber auch Zeit. Guck mal, jetzt kann ich auch wieder... Ah, oh, jetzt kann ich auch alles wieder tun hier. Moin, hi. Ja? Wurde ja auch mal Zeit. So, ein bisschen Frust ablassen. Ah. Der arme Kerl, ey. Der ist schon halb hinüber und wir müssen den noch abziehen. Das ist sehr unehrenhaft. Finde ich nicht in Ordnung. Mr. Matthews. Einmal was Gutes tun. Für die Seele. Ah, aber die angepassten Waffen machen sich gut, finde ich. Das sieht ganz nice aus mit dem dunklen Look. Ich meine, wenn dir das Teil runterfällt, findest du es nie wieder, aber... Das ist natürlich von Nachteil. Und hep. Oh, ja, okay. So, wie viel haben wir noch? Einen noch. Den nehmen wir noch mit. Ja. Na, geht doch. Hey, Jack. Onkel. Oh. Bill. Be glad Dutch didn't send you back to Blackwater with Charles and Javier. I heard it got bloody down there. Ja, ist es. Was ja? There's Pinkertons everywhere. So no getting in? I don't think so. Not for now anyway. Ah. So, was hast du für neue Missionen für uns? Jetzt geht's nämlich weiter. Wir mussten die erledigen, ob wir nur wollten oder nicht. Wen haben wir da oben? Mary, richtig, Mary hat uns geschrieben. Dann gehen wir doch, bevor wir mit Dutch sprechen, gucken wir heute mal bei Mary vorbei und gucken,
was sie uns zu sagen hat. Bin ich frisch gemacht? War einigermaßen, wa? Es geht schon. Haben wir noch Pomade? Ich kann nur rasieren. Ich kann nicht... Kurz gucken, ob wir... Haare pomadisieren. Nee. Nee, wir haben keine Pomade. Aber noch geht's. Noch geht's. Wir sehen einigermaßen... Obwohl, nee, das hat mir gerade nur angezeigt, wie es aussehen würde. Naja, dann sind wir halt zerzauselt. Kann man jetzt nichts machen. Dutch, ich habe keine Zeit. Hau rein. Ich habe ein Date. Oder sowas in der Art. Weiß ich auch nicht. So, die war neben Valentine. Das konnte ich mir merken. Alles gut, Pferdchen. Was schüttelst du dich denn so? Und ab geht's. Ich glaube, ich weiß, welches Haus das ist. Was denn du? Ach nö, komm. Leute. Das muss doch jetzt nicht sein. Du musst reiten. Pferdchen, du musst reiten. Haben wir. Wo ist er denn? Da hinten. Bist du denn tough? Leute, wir haben eine Kutsche gewonnen. Gut, gut, gut. Ruhig, alles gut. Ruhig, 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 ruhig. Einmal Pferdchen beruhigen hier. Alles gut. Einmal füttern. Komm, komm mal her. So gut. Oh, die hat einen Schuss abgekriegt. Das hier fällt mir aber gar nicht. So, guck mal, mit Essen heilt der nämlich auch direkt weg da, der. Die, sehr gut, sehr gut. Einmal streicheln. Ist gut gemacht. Sehr gut. Gutes Pferd, gutes Pferd. Komm, wir striegeln dich nochmal eine Runde. Ist ja ganz dreckig jetzt. Ja. Na siehst du. Alles wieder besser, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Wer war das denn hier? O'Driscolls oder was? Ja, na klar, O'Driscolls. Guck an. Was macht ihr so nah an unserem Lager, hm? Was haben wir da? $3.15, Gürtelschnalle. Oh, ihr habt eine Kiste hinten drauf. Freunde. Das ist aber nett. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Dass wir von denen besucht werden. Ich meine, das ist natürlich praktisch, wenn die zu uns kommen. Ist da noch irgendwer im Gebüsch? Nee, da leuchtet nichts. Aber da oben liegt irgendwo noch einer. Was? Ja, reite mal schön vorbei, bevor du hier Zeuge einer Straftat wirst, obwohl ich angegriffen wurde und ich dich dann... Ne? Weil die Kohle will ich schon haben hier von dem Guten. Oh, den haben wir böse erwischt. Mal schnell außer Sichtweite hier. Und dann wollen wir mal in die Truhe gucken. Und eigentlich muss ich die Kutsche verkaufen, ne? Das ist ja gutes Geld. Was haben wir denn hier? Haferplätzchen. Nehmen wir. Schlangenöl haben wir. Flintenmunition müssen wir auffüllen. Und der Rest bringt uns gar nichts. Ja gut, okay. Na denn, auf zum Hehler, würde ich sagen. Dann verschieben wir nochmal den Ausflug. Wir wollen... wo bist du denn ganz? Der wohnt ja so weit weg. Da ist unser Hehler ganz. Nee, das ist der Trapper. Völlig falsch. Stall? Wagenhehler, da wollen wir hin. So. Komm, Bernadette, komm mit.
Ah, okay, kommt. So, Achtung! Wir müssen nach rechts, okay. Einmal alle überholen. Und Hackengas! Ja, das kam überraschend. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und ja, tatsächlich hat mich die letzte Mission ein bisschen mitgenommen. Ich habe mich immer sehr gedrückt davor. Wer das Spiel kennt, weiß warum. Wer es nicht kennt, will ich nicht spoilern. Werdet ihr früh genug mitbekommen, warum das eine doofe Mission ist. Aber man muss sie halt machen. Man kann sonst nicht weiterspielen. Das haben sie schon ganz geschickt gemacht so. Aber ja, mal schauen. Bis ihr da die Auflösung bekommt, wenn ihr es nicht kennt, wird noch sehr, sehr viel Zeit vergehen. Oh, Achtung. Fahr nicht mein Pferd um. Aber irgendwie hat das gerade nicht mit dem Pfeifen geklappt. Da muss ich gleich nochmal gucken. Schon wieder die Taste vergessen. Was? Achso, da auf der Kutsche. Genau, das ändert überhaupt nichts. Ja, sie scheint eine Mörderin zu sein, ne? Kurz auf Ferdanet warten. Ich glaube, ich muss dem Pferd noch einen anderen Namen geben. Ich verhaspel mich ja immer. Ja, kommt aber. Kommt, sehr gut. Hopp, hopp, hopp. Achtung, Rehe. So, da hinten müsste es schon sein, oder? Das sieht doch gut aus. Jetzt gleich querfeldein. Mal gucken, wie viel wir bekommen für die Kutsche. Ist ja eigentlich ein schönes Stück, ne? Kann man was mit anfangen. Oh, ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit hier... Achso, das bin ich gar nicht. Ich wundere mich. Ich dachte, ich hätte den Finger die ganze Zeit auf der Taste, dass die schneller reiten. Aber das macht er automatisch hier. Hey, ho, ho. Ja, moin, moin. Ich habe wieder was für dich. Ja, ist ja gut jetzt. Die laufen doch. Alles in Ordnung. Beruhig dich. Arthur, Mensch. Was ist das denn für ein riesiger Hund? Krass. So, bis der da drin ist, das dauert auch immer ewig. The hell you done to this poor thing? And this is for you. Danke. Ja, wie viel haben wir gekriegt? $5? 40! Na, geht doch. Also kutschen, das lohnt sich, muss ich sagen. Können wir noch so ein bisschen hier Geschäfte machen, wenn ich schon mal da bin? Ich kann mal gucken, ob ich irgendwas für dich dabei habe. Verkaufen will ich. Vielleicht. Lass mal gucken. Also die behalten wir, aber die Ringe hier. Sowas kannst du haben. Platinring. Diesen tollen Ehering. Silberring und die Gürtelschnalle. Das war jetzt nicht viel. Okay, dann war ich wohl zuletzt erst hier. Aber direkt mitgenommen, wenn man da ist. So, hau rein, ich muss los. Das wären jetzt eher Werte für die Lagerkasse gewesen, aber wir können da jetzt ja auch nicht jedes Mal was reinschmeißen, ne? So, jetzt aber auf nach Valentine. Auf zu Mary. Na, einmal markern bitte. So, nein, wir reiten hier lang. Einmal kreuz... Querfeld ein, kreuz und quer durchs Feld. So. Und dann auf dem Weg. Sehr gut. Oh, schön. Landschaft ist einfach genial. Es ist ja jetzt auch Red Dead Redemption. Mittlerweile ist es draußen. Jetzt zum... Veröffentlichungszeitpunkt des Videos ist es schon draußen. Zum Aufnahmezeitpunkt kurz davor
Wurde mir auch schon angezeigt, eben, dass ich es kaufen könnte. Aber jetzt sind wir hier wieder eingestiegen. Und grafisch habe ich gelesen, soll's jetzt nichts. Es soll verbessert sein, aber man muss halt bedenken, das Spiel ist nicht das Neueste. Kommt ja eigentlich von der Konsole. Deswegen, man soll nicht zu viel erwarten. Die Welt soll nicht so schön mit Details gespickt sein, wie es hier der Fall ist. Ich habe meine alten Videos reingeguckt, tatsächlich. Damals war das schon krass. Aber Red Dead Redemption 2 hat da einfach nochmal, weiß ich auch nicht, wie viel Level oben drauf gesetzt. Oh Gott. Ah. Ja, meine Stimme ist aber immer noch ein bisschen angeschlagen. Das ist sehr krass. Seitdem ich krank war, wenn ich viel rede, kommt immer noch mal der Husten und das Kratzen zurück. Super nervig. Deswegen rede ich auch nicht ganz so viel. Oder es kommt mir nur so vor. In der Aufnahme muss man natürlich viel reden, deswegen versucht man dann immer irgendwas zu finden. Aber ich merke gerade schon, ja, vielleicht sollte ich das ein Ticken zurücknehmen. So, Valentine. Was, du sitzt da ja schon wieder. Halt mal an. Oh, oh Gott. Ja, ich gebe dir was. Komm, aber du hast doch beim letzten Mal schon hier gesessen. Was ist los? Hey, na? Hab deinen Namen vergessen. Mickey, Mickey. Na klar, komm. Hier ist ein Dollar. Sure. Bitte sehr. Boah, so ein Bündel. Dachte, ich geb dem Dollar. How you doing, friend? Howdy. Ah. Gut, danke. Oh Gott. Habe ich mein Pferd nicht eben noch gestriegelt? Naja. So, Achtung. Achtung, ich muss durch. Einmal schön durch den Matsch. Geht's noch? Was soll das? Warum bist du auf mich zugeritten, Digga? Guck mal, wie mein Pferd jetzt aussieht. Ich hab ein Date, Mann. Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Und guck mal, wie ich aussehe. Ach du Schande. Ach du Schande. Okay, aber so können wir doch jetzt nicht. Wir müssen uns einmal hier nebenstellen. Ja, nee, schön. Geht's dir gut? Hast du den Kopf gestoßen, ne? Was ist das für ein genialer Anblick? Oh Mann, komm mal her. Alles gut, alles gut. Ja. Hast du gut überstanden. Oh, das tut mir leid, du. Ich dachte, der reitet in die andere Richtung. Aber irgendwie, auf einmal ist er rübergezogen. Weißt du? Das ist wie beim Autofahren. Du musst immer aufpassen. Immer mit Vorausschau fahren oder reiten. Du weißt nie, was die anderen tun. So, du bist schon wieder sauber. Ich jetzt nicht. Jetzt muss ich doch überlegen, ob ich die 40 Dollar... Ja. Klar erinnere ich mich. Hat er mir was zu sagen? Ja, was willst du denn? Sag an. Was geht ab? Hey, Wallace. Ach, das Gift? Listen, friend, I know I can never repay you, but alles gut. How about you head over to the gunsmith? Aha. Pick out your choice of item? Was? Echt? On my tab. Nee. Well, thanks. Yeah, seemed like the least I could do. Okay. Being sent straight from the Almighty. Diggi, Ehrenmann. Yeah, the Almighty. Always a doubter you are. Vielen Dank. This world, not the next one. Anyway. Oh.
Vielen Dank. Vielen Dank. Es lohnt sich, den Leuten zu helfen. Das ist ja praktisch, dass wir direkt beim Büchsenmacher sind. Ja, moin. Grab something on his tab. One with the bite in his leg. Ah, Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Okay. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Super. Und dann schauen wir mal, wa? Katalog durchblättern. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Heute passieren hier nur Dinge, die irgendwie nicht so richtig vorhersehbar waren. Was können wir denn? Den haben wir im Besitz, den brauchen wir nicht. Gehen wir mal weiter durch. Da muss ja dann irgendwas Teures, richtig Gutes sein. Aber es ist alles noch gelockt. Wir haben alles, was wir haben könnten. Den haben wir auch. Wir haben ja schon alles gekauft. Bis auf das Springfield-Gewehr. Das wollte ich nicht kaufen. Da wollte ich kein Geld für ausgeben. Abgesägte Schrotflinte haben wir. Das haben wir. Das dürfen wir noch nicht. Ja, dann wird's jetzt. Dann wird's die Springfield. Das ist ja cool. Dann finanziert er uns jetzt die Springfield. Können wir die ausprobieren? Weil ich hatte es eher hier in dieser Richtung. Da wollte ich hin. Aber dann machen wir das. Ein Springfield-Gewehr hätte ich dann ganz gerne, mein Freund. Fine choice. I'll let him know. Bye now. Cool. Sehr schön, dann zeige ich mal her. Wie viel haben wir denn? Wir haben $598? Okay. Können wir die auch gleich verbessern, wa? Das bringt nochmal mehr Reichweite. Oh, guck mal, die hat richtig Schaden, Reichweite, Genauigkeit. Sehr schön, dann pimpen wir die jetzt auch. Wir haben ja gespart. Zurück. Lauf haben wir, Visier. Mach mal ein verbessertes drauf. Sehr gut. Zielfernrohr, na klar, kann nicht schaden. Kurzes oder mittleres? Ja, komm, da gehen wir aufs Mittlere dann, oder? Wir wollen damit ja auch jagen. Ist so die Überlegung. Er schafft. Gerade Maserung, breite Maserung. Hier sieht tatsächlich die Breite cooler aus, finde ich. Weil da kommt gleich eh Leder drüber. Da ist er. Da ist der Schutz. Lederschutz. Muss schon sein, finde ich. So, das ist das. Dekoration. So, wir haben den dunklen Look. Metalle. Wir haben den geschwärzten Stahl, wenn ich mich nicht täusche, bei allem. Wir haben alles auf geschwärzten Stahl gemacht. Glaube ich. So, kostet 28,89. Kann man machen. Gravuren. Oh, da weiß ich gar nicht mehr. Was hatte ich denn genommen? Ich hatte mich doch für was Einfaches entschieden, ne? Und nur was war's? Finde ich das Muster da wieder? Da muss ich nochmal gucken. Geht nur als Komplettgravur? Geh mal wieder raus. Ist es die gratis? Ach so, ja, deswegen ist gratis. Ornament hatte ich, glaube ich, nicht. Was, viktorianisch? Kann ich bei einer anderen Waffe dann mal gucken. Schnitzereien. Die sieht man nicht, weil das Leder da drüber ist. Brauchen wir nicht. Das Leder, so. Und da hatten wir jetzt, muss ich überlegen, Walnuss? Haselnuss. Ich glaube, wir hatten alles in Walnuss. Auf jeden Fall relativ dunkel. So. Lackierung. Nein, wir hatten Ebenholz. Ah. Ja gut, aber es passt ganz gut zusammen. Ebenholz war's. Das sieht gut aus. Würde ich sagen. Gravur lassen wir mal weg. Munition, alles da? Alles da, wunderbest. So, den haben wir. Kostet jetzt natürlich alles Zeit hier, aber okay. Wenn ich dann schon mal da bin, können wir nochmal gucken, ob wir irgendwas warten müssen. Anpassen war das, glaube ich.
Das sieht gut aus. Hier ist auf jeden Fall eine Gravur drauf. Dekoration. Oh, da kann ich gar nicht mehr rein. Erstmal reinigen. So, dann kann ich da rein. Und dann kann ich mir angucken, welche Gravur wir genommen haben. Wir haben Barock genommen. Und zwar als Komplettgravur. Sehr gut. Oh, das nervt schon ein bisschen, dass ich immer noch mal husten muss. Sehr blöd, sorry dafür. Den belassen wir, wie er ist. Haben wir den hier ready gemacht? Nee. Den belassen wir auch so. War mein Gewehr. Das haben wir angepasst. Einmal reinigen und auch benutzt. Springfield ist ganz frisch. Abgesägte Flinte, da haben wir auch nichts dran gemacht. Die doppelläufige. Die müssen wir auch noch ready machen. Pump Action. Mit der sind wir viel unterwegs. Hier noch einmal gegenchecken. Gravur auf Barock. Jawohl, okay. Jagdmesser. Dann geh nochmal in das Springfield-Gewehr, bitte. Falsch. Einmal hier hin. Einmal dahin. Einmal auf Barock für 14 Dollar. Dass der Gesamtlook auch stimmt hier. Bei den etwas, meiner Meinung nach, besseren Waffen. Sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. 492 Dollar. Oh, das hat jetzt 100 Dollar gekostet. Über 100 Dollar. Vielen Dank nochmal, mein Freund. Ja, sure. So, oh. Fahren wir nicht über den Haufen. So, dann müssen wir jetzt wohl baden, ob wir wollen oder nicht. Ist mir eigentlich viel zu teuer, aber was willst du machen? Wir sehen ja aus wie Sau. Und wir müssen ja einen einigermaßen guten Eindruck jetzt hinterlassen. Halt an. So, ich bin gleich wieder da. Moinsen. Hallo, hallo, hallo. Oh, ein Bad kostet nur noch 25. Yes, it is. Last time I checked. So. I really don't need any more trouble. Nein, kein Ärger, alles gut. I was just protecting a lady. Well, all behind us now, I suppose. Ja. So what is it you need? A bath perhaps? Das ist richtig, habe ich doch gerade gesagt, dass ich baden möchte. Hörst du nicht zu? Mama. Am I lucky I ran into you? What? Grüße. Hello, ma'am. Ja. Dienstleistungsmenü untersuchen. Zimmer mieten, verlassen. Nee, baden. Ich möchte gerne baden. Wie gehe ich dafür einfach ins Zimmer? Du hast ein Zimmer gemietet. Kannst dort deinen Spielfortschritt speichern und deine Outfits wechseln. Ich will baden. Lass nicht hier hinten irgendwo. Mann, ich sehe aus wie Sau jetzt. Da. Baths. Das Zimmer hätte ich gar nicht mieten brauchen. War das jetzt nur 25 Cent fürs Bad? War das nicht mal 40 Dollar? Naja, so, Kopf waschen. Would you like someone to take over for you? 50 Cent? Ja sicher, dann muss ich das nicht selber machen. Sit back and relax, honey. Hoppla. Oh, das ist ja nett. Let me know if you'd like a bit of an extra scrub anywhere. Ich muss es doch selber machen. I'll be out of your hair in no time. So how's it going? Yes, not too bad. Gut, gut. Erfährt man hier auch irgendwelche wichtigen Informationen? Gutes Gespräch. Yes, indeed. Oh mein Gott. You seem nice. Oh, stop it. You're too kind. Aha. Well, at least this ain't awkward. Schon ein bisschen. You're too much.
So, what do you do when you're not working? Let's see, there isn't much to do here except count the stars, you know? Uh-huh. Was war das jetzt für ein Sound? Ein Achievement? Oh, you do feel tense. Okay, ich glaube, wir sind durch, wa? Das Gespräch ist jetzt auch irgendwie erschöpft. Oh, vielen Dank. Okay. Maybe we'll cross paths again. Ja, danke. Dankeschön. Hätte ich auch alleine hinbekommen. So, jawohl, naja, geht doch, guck mal. Sehr schön, sehr schön. Wenn wir hier sind, könnten wir theoretisch auch direkt noch einmal die Haare machen. Gegenüber. Bin gleich wieder da. Und dann auf zu Mary. Oh. Ja, pass selber auf. Moin, hallo, guten Tag. Hallo, hallo. Haare schneiden. Eigentlich möchte ich nur Pomade. Mehr nicht. Haare. Visuren. Warum geht das nicht? Seitenscheitel links. Mittelscheitel. So, ja, ich habe kurze Haare, aber wieso kann ich denn keine Pomade? Habe ich noch Pomade drin? Nee. Also kürzer geht gar nicht. Eigentlich solltest du mir nur Pomade in die Haare machen. Dann halt nicht. Dann bleibt das jetzt so. Gut, muss Mary mitleben. Oh, hier ist abends richtig was los. Moin. Geh mal aus dem Weg. Danke. Ja, oh Gott, dieses Pferd. Auch nur am... ne? Raushauen. So, irgendwo da hinten gibt's ein Haus. Da. Das sieht verdächtig aus. Da müssen wir hin. Oder da wollte ich die ganze Zeit hin. Oh, ruhig. Oh, bisschen dreckig ist okay, glaube ich. Ich meine, wir sind hier richtig. Das sieht gut aus. Oh. Oh, I'm sorry I didn't mean to disturb you, ma'am. Ist aber nicht nett. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Oh, yeah, 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 yeah. A collar for you. Hello, Arthur. Hello. Mary. I heard you and your friends was around. I... Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Oh. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, well, you've been... you've been made a widow and... come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Listen, Arthur, I'm... my family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? And you want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart.
Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Na klar. Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. Sag bloß. You already owe me. Das tust du jetzt schon. Aber wieder was für den Ruf getan. Sehr gut. Ja, hast du was getrunken? Dich mit den Schafen unterhalten? Dann lass mal gucken, wo wir hin müssen. Wo ist Jamie? Da hinten. Ist das Schnee? Naja, wir gehen mal gucken, was da Sache ist. So, dann brauchen wir jetzt das Hut aber wieder. Das normale bitte, das reicht. Einmal mit Stückchen querfeldein und dann sollten wir in die richtige Richtung unterwegs sein. Und zur Sicherheit draußen natürlich immer eine Waffe griffbereit. Und zwar jetzt einmal die und wo ist sie? Springfield, da ist unser Springfield-Gewehr. Yep, yep. Ich bin gespannt. Ich erinnere mich überhaupt nicht daran, was das für ein Orden ist. Surprise, surprise. Aber das machen wir heute auf jeden Fall noch, weil bisher war ja nicht wirklich viel los, bis auf den Überfall und dass wir den Zusammenstoß hatten und wir die letzte Geldeintreiber-Quest gemacht haben. Dann jetzt noch einmal so einen richtigen Part hier mitnehmen. Warum reiten die so schnell? Das ist verdächtig. Achso. Alles gut. Ich bin nichts von euch. Ich habe eine eigene Mission. Oh, hier könnte man schön jagen. Hätten wir jetzt das Springfield ausprobieren können. Das war, glaube ich, ein Fuchs. Da ist irgendwas Rotes. Wahrscheinlich eine Schlange oder so. Sehr nett. So lassen die einen dann bestimmt auch gerne durch. Alles gut. Ruhig, ganz ruhig. Da gibt es ein paar Schlangen. Irgendwo gibt es Wölfe und Pumas. Aber davon darfst du dich nicht beeinflussen lassen. Ist doch ein gutes Pferd. Guck mal, Hasen gibt es auch. Jetzt darfst du Hackengas geben. Du bist viel schneller als die. Du bist viel schneller als die. Guck, du hast dich schon abgehängt. Oh, ich sag's auch noch. Nee, aber ich wollte jetzt nicht vom Pferd geholt werden hier. Boah, das sagt mir gerade wirklich gar nichts mehr. Krass.
Aber gut, es gibt halt so viele Missionen in dem Game. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob der mitkommt oder nicht. Ruhig. So, habe ich meine Waffen noch dabei? Ja, habe ich. Gut. Gehen wir mal gucken. Nabend. Sie wissen schon, dass hier Wölfe in der Gegend rumlaufen? Okay. Gefährlich kommen die mir jetzt nicht vor. Was liegt denn da? Ist das Brot? Brot, Apfel, eine Dose. Aber sowas wie eine Kiste oder so sehe ich jetzt nicht. Schutzpanzer der Geborgenheit. Ah ja. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Mm-mm. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. Mm-hmm. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Unentschlossen, ungeduldig. I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Dut, dut. Ja. Are you always this negative and antagonistic, sir? Oh, in der Regel schon. Okay, komm, wir entschuldigen uns. Das war unhöflich. I'm not a very cultured man. Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. What do I dream about? Who are my heroes? Dutch und seine Familie? Schildkröten, Narren. Ich glaube Schildkröten, wenn ich das richtig sehe. Turtles. Yeah, Turtles. Hm. Turtles. Sind doch Turtles, oder? Da auf den. Ja, sind Turtles. 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 Teenage Mutant Hero Turtles? Knows the truth. Oder wie hießen die noch? You may speak with him. Exactly. Ja, vielen Dank. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur. Just come and speak with Mary. Then make up your mind. Leave me alone, Arthur. Oh Mann, was haut er denn jetzt ab? Bleib stehen, Junge. Ich krieg dich sowieso. Ich bin Kopfgeldjäger, Mann. Unter anderem. Und noch so ein paar Sachen. Jetzt warte doch mal. Weg! Verstehe jede Menge davon, mein Freund. Nabend, hallo, Entschuldigung. Wo willst du denn jetzt hin? Den schon treffen hier? Nee, ist noch nicht in Reichweite. Ja, dann jetzt schneller! Zieh durch! Okay, okay, okay. Gleich habe ich ihn, gleich habe ich ihn. Krieg dich! Diggi, ich habe ein Rennpferd, das wird nicht müde. Wo will er denn ganz hin? Ich wette, er will die einfach nur ausrauben. Moin! Diesmal bin ich gesprungen. Ja, deine Freunde. Deine Freunde, die Schildkröten.
Aha. Ja, das hat ja gut geklappt, mein Freund. Nein! Nein, 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 nein! Oh. Ah, wir waren so gut dran. Aha. Aha. Das ist wahrscheinlich nicht ganz falsch. Oh, das war sehr schlau. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I'm gonna. I don't want to live anymore. Kid, just calm. Warum denn nicht? Leave me alone. Mist. Bin ich noch schnell genug? Ich hätte auf die Waffe schießen müssen, ne? Oh, ich depp. Oh no. Mission neu starten, Kontrollpunkt. Wir haben nur den Kontrollpunkt, bitte. So, okay. Auf die Waffe. Auf die Waffe. Nicht auf den Arm. Ja, ja, entwaffne. Entwaffne Jamie. Habe ich nicht so schnell gelesen. Mein Fehler. Kriegen wir hin. So. Ja! Sehr gut. Mann, Junge, was machst du denn? Okay. Ach, je. Okay. Ach, schön. Jetzt fühle ich mich besser. Have I been a terrible fool, Arthur? Absolut. I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know, there ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Ja, das stimmt. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Ja. Musst du dein Pferd mitnehmen? Well, this wasn't how I thought today would turn out. Ich auch nicht. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Shalonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them Beten zu. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Ah, ja. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. Yeah. What do you want me to say, Jamie? He's your good father? Nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. Thing is, he's right. I'm not good at anything. Bullshit. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Jeder taugt zu irgendwas. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something. All right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. Hope you're none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just ask me for a favor. You know Barry Lyndon's dead?
Pneumonia. She told me. So the door's open, so to speak. It's all in the past. Er will uns verkuppeln. Different people now. She's not. You seem just the same. Well, maybe that right there's a problem. She was always too good for me. Let's just get you back to your sister. She's waiting at the station for us. Here we are. Die Herren. Ach, da vorne sollen wir hin, okay. So, mein Junge, dann komm mal mit. Ja, wir gehen jetzt rein. Was soll das denn? Komm hier rum. Bringen wir dich zu deiner Schwester. Guten Morgen, hallo. Tust du nicht, dann fange ich dich. Hallo. Jamie! Come home, please. Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Oh, you'll never change. I know that. Ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht mehr an die Mission und das Ende der Mission erinnert. Ja gut, okay. The luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Und wenn schon, das war auf jeden Fall die richtige Tat, denke ich mal. Hello, mister. Hallo, hallo. Moin, moin. Ich glaube, zu helfen war genau richtig. Puh! Wunderbar. Schöner Morgen hier. Großartig. Lassen wir die Kutsche erstmal durch und nutzen das für die Verabschiedung, denn wir sind schon wieder über eine Stunde unterwegs hier. Hat sich doch ein bisschen in die Länge gezogen und war heute auch eher mal so eine chillige Runde, ne? Würde ich sagen. Da war jetzt eher entspanntes Gameplay dabei, was auch mal ganz nett ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben wieder einen Step nach vorn gemacht. Wir haben die Mission, die ich nicht spielen wollte, endlich hinter uns. Und jetzt können wir wunderbar voranspielen und Teile der Karte, weitere Teile freispielen. Wir haben Mary geholfen, ihren Bruder zu retten vor dem Schildkröten-Clan. Aus den Fängen befreit. Und ja, jetzt können wir wieder unser Outlaw-Leben leben, denn Mary ist wieder abgehauen. Und was stehst du jetzt so vor meiner Nase rum? Ja, genau. Zieh mal lieber weiter, du. Alles klar. Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal gern wieder mit dabei. Bis dahin, danke euch und ciao, ciao.